Heute ist bundesweiter Aktionstag der Bürgerinitiativen, also bundesweit wie gesagt, zum Thema 5G, aber speziell zu WLAN an Schulen. Die Bundesregierung behauptet, 5G ist völlig unproblematisch. Ja? Sie negieren alle Gefahren, sie negieren die Untersuchungen, die es dazu gibt. Sie klären nicht auf, die Bevölkerung, sondern es wird einfach gemacht und es ist ähnlich wie mit Asbest oder Atom oder wie auch immer. So. Es gibt ja ein gesetzliches Vorsorgeprinzip, was sowohl die Gemeinden als auch die Regierung anwenden muss, wenn es um neue Technologien geht. Es gibt auch das Prinzip der Technikfolgenabschätzung. Alles das, Technikfolgenabschätzung zum Beispiel, da wehrt sich die Bundesregierung, eine Technikfolgenabschätzung vorzunehmen. Gesundheitsschutz spielt überhaupt keine Rolle. Die Grenzwerte in Deutschland sind extrem hoch, viel höher als woanders, in anderen Ländern. WLAN ist die Funktechnik und wenn genügend Bürger verstehen, um was es geht und sich dann interessieren oder was ich befürchte, wenn genug Schäden auftreten, die nicht mehr übersehbar sind und die Bürger gleichzeitig protestieren, dann wird wahrscheinlich alles an WLAN weggeschmissen und dann wird die Lichttechnik genommen oder Verkabelung. Jeder nutzt es und jeder glaubt, es sei unschädlich, weil wir die Information von der Bundesregierung haben. Es sind Werbeveranstaltungen, die gemacht werden für die Industrie, für immer mehr elektronische Geräte, für immer mehr Überwachung. WLAN gehört auch dazu. Ich möchte die Digitalisierung an sich nicht komplett verteufeln. Ne? Ich finde es schon wichtig, auch dass man sich damit auseinandersetzt. Ich finde nur, dass WLAN nicht an Schulen gehört. Ich bin seit 23 Jahren Lehrerin und habe eine Entwicklung beobachtet. Die Entwicklung geht dahin, dass die Schüler sich immer weniger konzentrieren können, dass die Phasen, die man ihnen als Arbeitsphasen zumuten kann, immer kürzer werden. Das führe ich auch auf diese zunehmende Bestrahlung mit WLAN zurück. Ich weiß auch, dass in vielen Familien sehr sorglos umgegangen wird mit der Nutzung des WLANs, dass es in vielen Köpfen noch gar nicht richtig angekommen ist, wie schädlich das ist. Das wundert mich insbesondere in diesem Landkreis hier, wo man ja seit Jahrzehnten sehr sensibel mit Strahlung umgeht, ne, dass das hier nicht so angekommen ist.